Servus, hallo und hey. Wir nehmen dich heute mit auf unsere Bikepacking-Radreise mit Skateboard von Kaarst am Niederrhein über Amsterdam nach Katzand an die Grenze zu Belgien. Wir fahren etwa 500 Kilometer in 5 Etappen. Warum mit Skateboard? Weil unser ältester Sohn uns begleitet. Bedingung war, dass er sein Skateboard mitnehmen kann. Gesagt, getan. Auf der ersten Etappe fahren wir heute etwa 115 Kilometer über Venlo und dann an der Maas entlang bis nach Nijmegen. Mit meinem Sohn Jan bin ich schon mehrere Alpenüberquerungen gefahren. Seine erste mit 9 Jahren. Da sich seine Gravity-Bikes nicht wirklich für diese Tour eignen, fährt er kurzerhand mit Mamas 29 Zoll Cross-Country Carbon Racer. Dazu meine Ortlieb Lenkerrolle, meine alte Oberradtasche und die China-Satteltasche Arschrakete, die ich schon bei den Rennrad-Alpencross-Touren genutzt habe. Diese war zu Beginn etwas zickig und später recht undicht. Der Reißverschluss ist auch kaputt gegangen. Doch für diese Tour hat die Tasche noch gereicht. Für die nächste muss Ersatz her. Wir sind sehr glücklich, dass wir so lange in kurzen Trikots fahren können. Eigentlich war für die ersten 4 Tage unserer Reise mehr oder weniger Dauerregen und viel Wind angesagt. Zum Start der Tour haben wir Glück. Später werden wir noch ganz schön nass. Unser Routenverlauf führt uns auf kaum befahrene Straßen, meist auf Radwegen über kleine Ortschaften Richtung Niederlande. Die großen Felder bieten einen weiten Blick übers flache Land. Es sei denn, man fährt durchs Maisfeld. Gab es sogar mal Anstiege. Auf den 115 Kilometern fahren wir heute immerhin 260 Höhenmeter. Diese schöne Windmühle hier kündigt die Nähe zur Niederlande. Das ist das Skateboard, das unbedingt mit musste. Schließlich wollen wir in Amsterdam zum größten Skatepark der Niederlande. Nach einem kurzen Eisstopp war der bei den Deutschen zum Shoppen sehr beliebte Ort Venlo unsere erste größere Pause. Natürlich mit echten holländischen Pommes. Ab jetzt führt uns die Maas zu unserem ersten Etappenziel. Eigentlich haben wir gar kein festes Ziel. Nach Amsterdam, wo wir einen Tag bleiben wollen, sind es etwa 250 Kilometer. Irgendwo auf halber Strecke wollen wir in einem Bed and Breakfast übernachten. Moment, Amsterdam? Hä? In einem der letzten Videos hatte ich als nächste Radreise eine Tour durch Frankreich angekündigt. Warum jetzt Amsterdam?
wegen der Corona-Lage, die sich zu unserem Start gerade in den Niederlanden entspannte und in Frankreich anspannte. Daher haben wir uns entschlossen, die Metropole Paris mit Amsterdam zu tauschen. Im zweiten Video erfährst du, ob wir an unserem Ziel in Katzand ankommen und wie wir von dort aus die Rückreise organisiert haben und wieder nach Hause kommen. Falls du dich wunderst, anscheinend war meine sorgsam ausgearbeitete Route zu langweilig, denn die beiden tauschten irgendwie dauernd die Räder. Jetzt hat uns der Regen doch noch erwischt und wir werden richtig nass. Jetzt ein B&B, eine Pension, meinetwegen auch ein günstiges Hotel. Doch das stellt sich diesmal etwas schwierig dar. Auch die Niederländer haben gerade Ferien und haben festgestellt, dass Urlaub in eigenem Land auch ganz nett ist. Es ist Regen angesagt und in Amsterdam wollen wir nicht mit den nassen Zeltklamotten auf ein Zimmer. Zudem wollen wir flexibel sein und buchen die Unterkunft erst kurzfristig auf der Tour. Das stellt sich diesmal als etwas schwierig dar. Auf unserer Romreise wollten wir immer campen und kaum Campingplätze gefunden. Jetzt ist es genau andersrum. Wir wollen auf der ersten Übernachtung nicht campen und bekommen rund um Nijmegen keine Zimmer. Doch für 600 Euro hätten wir die Nacht in einem Hotel verbringen können. So sind wir dann jetzt doch eine halbe Stunde zum nächsten Campingplatz gefahren und haben uns um kurz vor Ladenschluss noch eine Pizza liefern lassen. Das Campen macht natürlich viel mehr Spaß und im Zelt ist es super gemütlich. Wir sind froh, dass es so gekommen ist und schlafen mit dem einsetzenden Regen ein. Am nächsten Morgen gilt es erstmal, die nassen Zelte zu trocknen. Zum Glück hat es inzwischen aufgehört zu regnen. Der Wind und ein paar Sonnenstrahlen helfen uns bei der Aktion. Dann los! Mit unserem Etappenziel haben wir ziemlich genau die Mitte getroffen. Auch heute sind es etwa 115 Kilometer bis zu unserem Hotel im Herzen von Amsterdam. Ja, wir haben aus der gestrigen Situation gelernt und das Zimmer heute schon am Vormittag gebucht. Dann galt es erstmal, ein gesundes Frühstück zu besorgen. Denn gestern ist unser Urlaub mit Eis, Pommes und Pizza nicht ganz so gesund gestartet. Oh, Mist. Okay, morgen. Auch heute haben wir eine wunderschöne Strecke über tolle Wege, über Felder, Brücken und auch eine Fähre nutzen wir heute. Wir fahren an Windmühlen, kleinen und großen Ortschaften und an vielen Kanälen vorbei. Wahnsinn! Auf den 500 Kilometern sind wir höchstens 5 Kilometer auf nicht ausgewiesenen Radwegen gefahren. Das ist schon sehr imposant, was die Niederlande hier für den Radverkehr auf die Beine gestellt hat. Es gibt Ampeln für Radfahrer, die bevorzugt und nahezu unmittelbar freie Fahrt für den Radfahrer erlauben. Und die Radwege sind meist super in Schuss. Für kleinste Unebenheiten gibt es meist ein Hinweisschild. Verlassen darauf kann man sich aber nicht. Nicht, dass uns das wichtig wäre,
Ansonsten bevorzugen wir ja auch Pfade abseits von Radwegen und Straßen. Radfahren macht hier also richtig Spaß. Aber Scheiße. Wir fallen in Holland auf, denn wir tragen Helme. Und als Ausländer, der es nicht gewohnt ist, in den Niederlanden Fahrrad zu fahren, muss man sich erstmal auf den Verkehr auf den Radwegen einstellen. Denn hier ist man nicht alleine. Wir teilen uns die Wege mit verschiedensten anderen Verkehrsteilnehmern. Zum Beispiel müssen Mofas und Mopeds Roller bis 50 km/h meist auf den Radwegen fahren. Und das machen sie dann auch. Mit 50 km/h Vollgas an dir vorbei. Ohne Helm natürlich. Noch gewöhnungsbedürftiger sind die großen Elektroroller oder auch die kleinen, die plötzlich ohne Vorwarnung geräuschlos mit 50 an dir vorbeischießen. Auch heute haben wir Glück mit dem Wetter. Es ist viel besser als vorhergesagt. Wir bekommen aber einen Vorgeschmack von dem, was uns an der Küste erwartet. Nämlich schon mal richtig Gegend. Weder der heftige Wind noch die bedrohlichen Wolken und der ein oder andere Regenschauer können uns heute davon abhalten. Wir haben unser Ziel Amsterdam vor Augen. Wir können auch gar nicht mehr anders, schließlich ist das Zimmer schon gebucht. Wollen wir kaufen? Dann ging es irgendwie ganz schnell. Amsterdam empfängt uns mit großzügigen Grünflächen und riesigen Radwegen, die uns ins Zentrum direkt zu unserem Hotel führen. Wir bleiben dann einen Tag, um uns Amsterdam anzuschauen und lösen natürlich auch unser Versprechen ein. Das Skateboard haben wir nicht umsonst mitgeschleppt. So wie wir Pfingsten auch schon Rom recht leer erlebt hatten, scheint es ja auch in Amsterdam sonst viel voller zu sein. Es ist wie gesagt auch in Holland Ferienzeit und es fehlen sicher durch Corona eine Vielzahl an Touristen. Come on.
nächsten Video fahren wir von Amsterdam an die Küste und diese dann traumhaft durch ganz Seeland bis an die belgische Grenze nach Katzand. Abonniere unseren Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Mitkommen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben. Thank you.